Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Nächste Folge, Alex. Und was hatte ich vor? Erstmal hatte die mir geschrieben, dass das Waffe verzaubern ein Berserker-Skill ist. Waffe verzaubern. 5 Intelligenz. Neu möglich ist, die Berserker-Waffen zu verzaubern und mit Schadensauren zu versehen. Ja, okay, das machen wir doch mal, würde ich sagen. 5 Int brauche ich. Die habe ich. Das übernehmen wir. So, dann müssen wir... Warum muss ich zu ihm? Ach, ja. Ich erinnere mich. Da wollten wir, glaube ich, rein. Oder gehen wir erst zu... Gehen wir erst ins Labor? Oder gehen wir erst die Separatisten befragen, was bei ihnen so los ist? Aber ich glaube, wir gehen erst ins Labor. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Bring mit. Ja. So, wir... Ich habe natürlich wahrscheinlich nicht... War das nicht? Moment. So was hätte ich auch gerne. Ach, verzaubern. Ach, das ist beim Berserkerlehrer. Nein, das war natürlich falsch dann. Kaldrim ist Berserkerlehrer. Okay. Irgendwie, warum auch immer ich beim normalen Offensivlehrer jetzt war. Aber ja, gar keinen Sinn. Kaldrim. I need your Fähigkeiten. Bring mir. Gut. So, Waffe verzaubern. Jo, bitte. Mein zweiter Punkt erst beim Berserk. okay. So. Hey, du, hör mal, ich... Ja? Ja, also... Ich wollte dir nur sagen... Lass mich raten. Du hast die Tinktur doch genommen? Und jetzt fühlst du dich schon besser, weil es wirkt? Ach, ja... Scheint so. Du bist ja eigentlich... Naja. Aber in diesem speziellen Fall hast du die richtige Entscheidung getroffen und dein Leben gerettet. Ach, halt den Mund. Ich hoffe, du bist in Zukunft nicht mehr so leichtsinnig und achtest ein wenig mehr auf dein neu gewonnenes Leben. Ha, ich werde trotzdem für dich weiterkämpfen. Ich bin... Naja, ich bin dir ja schließlich etwas schuldig. Gern geschehen. Ja, ist das süß. Wir haben tatsächlich jetzt eine Liebesbeziehung. Sie liebt uns. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, zeig mir, was er hier so hat. Mächtige Mana-Tränke, große Mana-Tränke. Hat er Heiltränke? Hat er auch Heiltränke? Ne, er hat keine Heiltränke. Er hat nur Mana-Tränke. Wow, ich meine, ja klar ist es Kaldrim, der sich hier um das Mana kümmert, aber... Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass er auch mal, dass er auch Heiltränke hat. Wie soll das nur weitergehen? Aber gut, dann hat er die halt nicht. So, schauen wir mal, ob ich den verzaubern kann, auch sinnvoll. Wo war das jetzt nochmal? Moment. Ich musste auf meine Axt drücken. Musste Waffe verzaubern machen. Oh, okay, jetzt kann ich... Holy shit, alles klar, ich kann es nicht. Denn zum einen kostet es... Okay, ich könnte hier gesockelte Axt 3. Achso, dann habe ich wahrscheinlich noch einen weiteren Sockel drin, richtig? Ja. Ja, genau, da kann man mehr Sockel reinsetzen. Ist ja ganz nett. Aber, ja, das ist zum einen ein bisschen teuer und ich brauche hier Trollherzen oder eines Stalkers oder dunkles Leder. Das habe ich alles nicht. Das ist natürlich schade. Jetzt habe ich das gelernt und dann kann ich das nicht anwenden. Aber gut, wir wissen immerhin, um was es geht. Das ist schon mal ein Fortschritt. So, darf ich endlich aus dem Menü raus? Ja, Technik danke. Wird hier nicht gerne gesehen. Jo, ich würde sagen, wir gehen von da aus. Nee, komm, wir gehen vom verlassenen Feld. Ich habe keine Lust, mich da wieder mitten in die Gegner reinzuordnen. Aua. Okay, das Ding hatte eigentlich nicht mal wirklich was drauf. Und das hier ist nicht mal Lite, oder? Also nicht mal Totenkopf. Ich hätte ja gedacht, dass das Ding Totenkopf ist. So. Aber so ein Viech habe ich noch nicht getötet. Gesetzerbrot, großes Heilkraut habe ich bekommen.
einiges. Das ist doch nicht schlecht. Haben wir hier zufällig ein Bett drin? Zufällig ein Bett? Ich könnte nämlich ein bisschen Leben gebrauchen. Da wäre ein Bett ganz praktisch. Komm schon, hier stehen doch fast immer Betten rum. Interessant, dass ich das Ding ja noch nicht gelootet habe. Interessant. Okay, das Buch konnte ich, kann ich nicht mitnehmen. Oh. Wow. Das kam jetzt überraschend. Die haben ja ganz schön gegeben. Aua. Ich dachte, der wirft auf Nasty. Holy shit. Ihr habt ihn mit einer kompletten Combo gerade gefinnet. So. Dann speichere ich jetzt mal, habe ich gehört. Ich habe gehört, speichern könnte eventuell helfen. Da hinten ist auch noch irgendwas Größeres. Ich nehme die Sachen hier aus dem Haus nochmal eben mit und eigentlich will ich auch die auf dem Dach da oben gleich eben fertig machen. Die will ich dann nicht stehen lassen. Ist halt ein bisschen schade, dass hier unten kein Bett drin ist. Vielleicht draußen? Da kann ich auch nochmal gucken, ob vielleicht draußen noch eins steht. Bin übrigens sehr gespannt, wie viel wir noch vor uns haben. Weil wir sind ja, eigentlich sind wir so in den letzten Vorbereitungen. Muss man sagen. Ach, guck mal, da steht noch ein richtiger Heiltrank. Tja! Nice, dann lässt ihn einfach mal umgeworfen. Das war praktisch. Aber ich konnte jetzt nicht angreifen. Wobei er sowieso auf sie fixiert war gerade. Von daher hätte mir jetzt eh nicht groß was passieren können. Achso, nicht das Radio. Ich wollte die Brause, die da drauf steht. Danke. Ah! Lass mich doch. Nein! Jetzt habe ich mich auf den. Da habe ich mich auf den Krug gesetzt. Komme ich den Krug? Okay. Lass mir den Krug einfach da. Das wird zu blöd. Eigentlich will ich ja auch was ganz anderes machen. Eigentlich will ich ja in die Fabrik wieder rein. So, kann ich dir eigentlich noch irgendwas erzählen? Nee, oder? Ah, doch, hier. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Ja, ich hätte es halt echt gerne anders gelöst. Das wäre echt cool gewesen, wenn man Kallax irgendwie auf seine Seite hätte ziehen können. Verschissene Idylle. Findest du? Also ich meine, hier ist es irgendwie blutig vor uns. So idyllisch finde ich das gar nicht, Nasty. Aber wenn du das hier idyllisch findest, dann ist es idyllisch. Aua. Aua. Ich fühle mich hier unten nicht so richtig wohl. In dem Hafen war ich auch noch nicht. Eigentlich müsste ich mir den Hafen mal angucken. Wenn ich jetzt schon hier bin. Was hast du da? Hast du irgendwas angegriffen, du Viech hier? Oder was ist hier los? Nein, nicht mit Nasty reden. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, ob Nasty jetzt mehr Schaden macht als vorher. Oh, guck mal, bist du... Nein, du bist ein Böser.
Ah, hier könnte ich noch ein Steckbrief finden. Könnte ich mir vorstellen. Dich hole ich mir. Immer diese Banditen hier, ey. Und jetzt noch einer oder nicht? Nessie ist irgendwie noch in Alarmbereitschaft. Oh, guck mal, hier haben wir ein Bett. Nice. Hier haben wir ein Bett. Dann kann ich mich voll heilen. Sehr schön. Ah, Nessie ist am Kämpfen. Nessie, du machst das, oder? Ja, Nessie will das auch machen. Ob die sich die ganze Nacht geprügelt haben? So. Die Truhen sind immer relativ gleich. Kleiner Heiltrank. Oh, klein. Das ist ja immerhin gut. Dadurch, dass ich ja weiß, dass ich die upgraden kann, lohnen sich ja auch kleine Heiltränke. Ich meine, 5 kleine Heiltränke sind immerhin 2 normale Heiltränke. Wären prinzipiell das hier mal sein? Sogar ein großer Heiltrank. Moin. Oh, das ist der Banditenführer. Aua. Aua. Nessie, alles okay bei dir? Ah, sie hat die Banditenführer schon gekillt. So, Bolzen hat er dabei. Noch ein Bandit. Ah, hier werden auf jeden Fall, hier wird doch auf jeden Fall noch irgendwo ein heftigerer sein, oder? Oder einer mit Name. Weil ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich hätte schwören können, dass unser Freund erwähnt hätte, dass am Hafen er ist. Und vielleicht die, da hinten, der könnte es eventuell sein. War nicht ganz sicher. Das Scheißvieh, so. Oh, guck mal, hier ist auch noch eins. Oh, hier sind noch 2. Aua. Warum hat das eine Ding mich getroffen? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, bevor ich mit dem wahrscheinlichen Name-Typen da hinten rede, nochmal eben mich heilen gehe. Auf der anderen Seite habe ich eh gerade gespeichert. Das heißt, wenn der mich killen sollte, ja, dann lade ich neu und geh dann eben zurück und heil mich dann. Aber bevor wir hier weggehen, werde ich mich auf jeden Fall heilen. Du wirst mich noch kennenlernen. Das ist ein normaler Bandit, okay. Stinknormaler Bandit. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Ja, und wie ist der Code? Hast du den irgendwie irgendwo hier aufgeschrieben? Steht der vielleicht dabei, wenn ich drüber habe? Irgendwie Logbuch hieß das. Hier unten sind nur noch Zettel. Bericht des Oberarztes. Na? Okay, ich finde das eigentlich hier, oder? Logbuch eines Kapitäns. Ja, steht aber nicht dran. Super. Ja, gut. Ich müsste das Ding wahrscheinlich hacken können, oder? Ich bin nicht gut genug. Oh, shit. Moment. Steht hier vielleicht ein Code oder so drunter? Nein. Hm.
Warum habe ich jetzt den Code nicht, ey? Achso, das ist eine Assel. Jetzt wollte ich gerade die Assel aufheben. Gibt's nicht. Ja gut. Eventuell steht der Code da irgendwo, aber ich will da jetzt auch nicht ewig suchen. Und auch wenn er in seinem Logbuch da irgendwelche sonst tollen Sachen gefunden haben will, ja, bin ich nicht davon überzeugt, dass da wirklich so geile Sachen sind. Nein, nicht Regen. Och nö. Verfallen und vergessen. Bin ganz hart gegen Regen. Hause. Okay. Wo man hier überall hinkommt, ey. Nasty, du hättest theoretisch ein Jetpack. Du müsstest da nicht runterklettern. Sebastian, mal versuchen wir mal, ob wir irgendwie hochfliegen können. Was ist so? Eine Heilpflanze, ja. Also ich glaube, Nasty macht mehr Schaden. Ich weiß, dass hier sind gerade Billiggegner. Aber, ich habe trotzdem das Gefühl, dass Nasty mehr macht als davor. Ja, komm, lass mich hier stehen können. Ja, kann. Verschissene Idylle. Ach, Nasty. Okay. Ich will ab und zu spreche ich sie dann halt doch mal an, einfach nur um zu gucken, ob es vielleicht doch noch irgendeine Gesprächsoption wieder gibt. Ich warte nur eben, bis ich hier. Hi. Kann ich mich angucken? Ja. Das Ding habe ich an. Oder wollte mich angucken? Die Dinger droppen relativ viel Tierzeug. Nenne ich es jetzt einfach mal. Moment, da war eine Pflanze. War da nicht eine Pflanze? Oder konnte ich damit... Nee, wahrscheinlich war es mit Nasty reden und nicht irgendeine Pflanze. Moment, ist hier über die Mauer zu gehen. Oh, guck mal, ein Kritter. Der ist ja süß. Genau nach meinem Geschmack. Ja, Nasty, das glaube ich dir, dass der... Einfache Gegner. Ganz schön eckig. Dass der einfache Gegner dein Geschmack war. Ja. Okay. Ja, komm endlich an hier. Mal eben kurz speichern, ey. Ja, die Dinger sind irgendwie so halb gut gewesen. Wenn ich also eine komplette Combo schaffe, also einmal komplett Ausdauer auf ihn raushauen kann, dann ist er tot. Das hört sich dann noch so ein Patron an. Ich verstehe den Sinn nicht. Erst die Welt unbewohnbar machen und dann verschwinden? Mal sehen, was sie noch im unteren Teil des Komplexes verstecken. Wow! Das war jetzt nur so halb gut. Okay. Das müsste ich eigentlich haben. Da kommt aber der nächste. Ihn. Ja, danke. Okay.
Alter, welchen Weg die auch immer hier gerade genommen haben. Aber war nur so halb gut. Ich glaube, ich hätte noch mehr looten können, aber... was soll's. So, wir mussten ja nach unten. Hier ist nichts mehr. Wir sind auf der richtigen Höhe. Wir nur den Weg finden. Ne, wir sind nicht auf der richtigen Höhe. Wir sind noch einen kleinen Tick zu hoch gewesen. Wir sind immer... Ach, stimmt, hier mussten wir runter. Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach, doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch, unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Nice. Okay. Ich hatte das Bild gesehen, als wir das erste Mal da unten waren. Hab dem natürlich aber nicht besonders viel Beachtung geschenkt. Ich würde jetzt noch einmal kurz nach da unten gehen. Davon mal gucken, ob ich da noch irgendwas finden kann. Ha. Ich meine, warum hätte ich dem auch groß Aufmerksamkeit schenken sollen? Es war, ja. War halt ein Bild von irgendeinem Kerl. Da. Dr. Adam Charles Dawkins. Alles klar. Das ist also der Hybrid. Der sich irgend... Also ein Mensch, der sich irgendwie komplett vollgepumpt hat mit... mit Elex. Mit Elex. Und dadurch jetzt... Ja. Sowas wie ein Halbgott ist. Alles klar. Das könnte spannend werden, der Endkampf. Denke ich mir zumindest. Aber soweit sind wir noch nicht. Das ist eine Elex immer einzusammeln. Ist eigentlich totaler Schwachsinn. Könnte ich mir eigentlich auch sparen. So. Was sagt denn unser Questlog? Und zwar das Richtige. So, wir haben... Wir brauchen noch... die neue Gleiterdüse. Die ist... Ah ja, die war in diesem... Genau, die war hier dazwischen so ein bisschen. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Wir haben die Kerle hier. Nein, ich habe doppelt M. Nein! Danke. Die stehen hier überall verteilt. Okay. Werde ich mich auch dann mal in einer Folge drum kümmern. Und wir haben die Separatisten. Da muss ich auch noch hin. Und die letzte Zutat. Wir müssen mit Kaya noch reden. Und das haben wir halt auch noch. Okay, dazu haben wir noch die ganzen Gefährten-Quests, die ich irgendwie früher oder später nochmal angehen möchte. Ich denke... Oh, wie machen wir das denn? Ich glaube, ich werde beim nächsten Mal erstmal mit den Separatisten reden. Und
Wobei, dann laufe ich Gefahr. Wobei, erst wenn ich das mit Kaya abgeschlossen habe, kann ich ja wegfliegen. Und kann so gesehen den letzten Kampf antreten. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich erstmal in Ruhe die Dinger hier machen. Das heißt, ich werde vermutlich erstmal mich hier um die Eiswüste kümmern. Also die ganzen Kommandanten hier. Der hier steht ja, glaube ich, fast auf dem Ding drauf. Ja, das heißt, das gehen wir beim nächsten Mal an. Für heute sind wir erstmal am Ende angekommen, denke ich. Denke mal, ja, das könnte in der Folge, ja doch, durch Teleportieren und so weiter, sollte das eigentlich in der Folge machbar sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und ja, nächstes Mal steht uns dann, glaube ich, relativ viel Action bevor. Und ja, bis dahin. Haut rein.